Grüß dich und willkommen zur TARP-Herausforderung in Blumenzettel 6 am 21.04.2023 auf der Katakombismus Schwierigkeitsstufe schwer im Schimpansen-Modus. Und das sind die Regeln. Du darfst nur einen Affen platzieren, hast knapp 66.000 Stadtgeld, ein Stadtleben. Das Ganze spielt sich in Runde 49 ab. Affenwissen ist deaktiviert, aber das ist ja so oder so im Schimpansen-Modus. Und die Blumen sind hier deutlich schneller und die Keramikblumen haben auch deutlich mehr Gesundheit. Okay, los geht's. Hier kommen sehr viele getarnte Bloons und deswegen benötigen wir einen Affen, der eine Art Röntgenblick hat. Und das ist zum Beispiel dieser Pfeilscherschütze. Also, nimm den Pfeilscherschützen, platziere ihn dahin. Und dann, das ist ganz wichtig, gehst du hier oben bei Zielvorgabe auf gesperrt und setzt dein Ziel hier hin. Ja, und dann machst du als Verbesserung 0, 2 und 1, 2, 3, 4 auf der letzten Reihe. So, jetzt kannst du auch schon Gas geben, kannst dein Spiel schnell laufen lassen. Unser Pfeilscherschütze feuert jetzt stur diesen Weg entlang. Egal was kommt, er hält hier einfach drauf. Hier sieht es mal ganz kurz knapp aus. Ja, also es sieht so aus, als würden die Bloons hier durchkommen, aber mach dir keine Sorgen. Unser Pfeilscherschütze schafft das locker lässig. So, ich bekomme hier 110 Affendollar und 35 Ostereier. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.